Den Wert offener Daten und einer Öffnung des Staates haben viele Regierungen schon erkannt. Auch bei uns tut sich etwas. In Österreich gibt es seit 3 Jahren Open Government Data Initiativen. Aber in erster Linie tut sich was auf der Ebene der Kommunen, dort wo der Staat nah am Bürger ist. Auf Bundesebene, dort wo viele wichtige Entscheidungen fallen und wo es um große Geldsummen geht, da gibt es kaum offene Daten. Dort werden Informationen in PDFs und Infografiken veröffentlicht und sogar Leute, die sich wirklich für die Daten interessieren, finden sie oft nicht und wenn sie sie finden, dann können sie sie kaum weiterverwenden. Wir finden, es braucht gute Taten für gute Daten. Das ist unsere nette Idee und unser Projekt für 2015, das von der Open Knowledge Foundation getragen wird. Daran arbeiten wir, Sonja Fischbauer, Matthias Hutter, Julian Außerhofer und eine Vielzahl anderer Interessierter. Unser Hintergrund reicht von Archäologie bis Geoinformatik, von Journalismus bis in die Tiefen georgischer Regierungsdatenbanken. Was uns alle verbindet, ist unser Engagement für Open Government Data. Im kommenden Jahr werden wir mindestens 50 Datensätze aus ihren verschlossenen Formaten herausholen und als offene Datensätze in die freie Wildbahn entlassen. Ganz einfach, indem wir sie auf GitHub und dem österreichischen Open Data Portal zugänglich machen. Wir möchten uns auf die Daten fokussieren, die für viele Akteure relevant sind. Die Budgets von Bund und von Ländern etwa, Wahlergebnisse oder ausbezahlte Parteisubventionen oder Daten zum öffentlichen Nahverkehr. Daten, die oft schon online stehen. Und wenn sie nicht online stehen, dann werden wir uns für ihre Veröffentlichung einsetzen. Dazu werden wir bloggen, analysieren und visualisieren, um die Informationen verständlich zu machen. Gleichzeitig werden wir auf öffentliche Stellen zugehen und versuchen, den Mehrwert von offenen Daten zu erklären. Wir möchten Überzeugungsarbeit leisten, damit in Zukunft mehr und mehr Daten richtig veröffentlicht werden. Unser Lobbying machen wir transparent. Wir stellen online, wen wir treffen und zu welchem Zweck. Und was machen wir mit den befreiten Informationen? Wir wollen einen Mehrwert für die Öffentlichkeit schaffen. Wir wollen den Weg bereiten für Apps, Webanwendungen und Visualisierungen. Um das zu erreichen, organisieren wir das Young Coders Festival und mehrere Datathons, bei denen Programmiertalente gemeinsam mit Designern und Leuten aus der Verwaltung das Beste aus den offenen Daten herausholen. Das ist unsere nette Idee für 2015. Österreich braucht gute Taten für gute Daten.